Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Ja, Mausi ist schon hergekommen, hat sich gemütlich gemacht. Diesmal ist es Mausi und nicht Tigger. Ich werde euch leider nicht alles zeigen können, was ich bestellt habe, weil einige Sachen halt erst im Juni kommen, teilweise Sachen auch erst im Juli. Ich werde es euch aber zeigen. Nee, wird dann im Juni und Juli gemacht. Eine Sache musste ich zurückschicken. Will ich vorab gleich sagen. Ich habe ja mir hier den Sackboy gebraucht geholt. Bei Kleinanzeigen. Als Controllerhalter. Der soll dann, wenn hier die Regale sind, reinkommen. Und da wird so ein bisschen PlayStation-Schrein, Merch-Zeug halt drin. Also Lampe und ein bisschen PlayStation-Klimbim halt. Und damit schick aussieht. Bin ja ein kleiner PlayStation-Nerd, gebe ich ja auch gerne zu. Aber eins habe ich zurückgeschickt. Ich habe mir noch einen Controllerhalter geholt. Meine Bestellungen. Das sind die Filme. So, den hier habe ich mir geholt. Und zwar den Cable Guy Assassin's Creed Ezio. Den habe ich mir geholt. Im Stream, die Leute haben es ja gesehen. Ich habe mir im Stream ausgepackt gehabt. Also folgt mir dafür auf Twitch. Da bin ich eigentlich so gut wie jeden Abend jetzt am Stream. 21,99 kostet der, ist der größte Schund. Sag ich so, wie es ist. Die anderen Dinger, ich habe die bei Kollegen gesehen, die Master Chief und was hatten sie noch von COD, irgendwas und ach, was weiß ich, Crash Bandicoot. Die sehen alle gut aus, die machen das, was sie sollen. Der Sonic ist beim Kollegen die Beine abgebrochen, aber sonst ist, die anderen Dinger haben immer gehalten. Hat er auch sofort, hat er gesagt, hier, pass auf, da ist das und das und haben sie gleich neun geschickt, das war alles okay. So wie er mir erzählt hat, ich kann nur hören sagen, also so wie er mir das erzählt hat. Der Ezio, der sieht hier komplett weiß aus, ja, aber der ist dann halt mit so einer Dreckschicht überzogen, an einigen Stellen, dann soll er so ein bisschen dreckig aussehen. Ja, als wenn er irgendwie durch Schlamm gewartet ist. Sieht aus, als wenn, aber es ist schlecht gemacht. Es ist wirklich schlecht gemacht. Es sieht aus, als wenn er in einer dreckigen Fabrikhalle hergestellt wurde. Wirklich nicht schön. Und unten, hinten, müsste man zwischen die Beine gucken. Hinten ist der Zipfel von seinem Mantel, hinten, was so gelb ist. Da war eine Spitze schwarz verfärbt bei mir. Ja, also das war nicht schön. Den habe ich umgehend wieder zurückgeschickt. Hab mir schon wieder Filme jetzt geholt, weil ist ja gerade 99 Cent. Werde gleich noch einen Livestream machen zu auf YouTube. So. Kommen wir mal zu den Sachen. Also ich weiß nicht, ob ich es im Odin war shoppen schon gezeigt habe. Ich habe mir, wenn ich streame, wie gesagt, jetzt immer auf Twitch. Und da ist. Habe ich so goldene Bohnen. Das geht auch nur auf Twitch, das geht nicht auf YouTube. Habe ich so goldene Bohnen, die man verdienen kann, wenn man zuguckt. Und natürlich, mein Stream läuft bei mir ja auch. Also ich habe den ja auch oben laufen, um Qualität zu sichern, um wenn da irgendwo was ist, dass ich gleich darauf reagieren kann. Also sammle ich ja auch Bohnen und habe mir dann für meine Bohnen rabattmäßig den Multimount geholt. Den habe ich aber immer noch nicht geschafft anzubauen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video geschafft habe zu sagen. Das ist halt so eine Erweiterung, dass ich halt von Elgato, was ich habe, ja, wo man das Licht dran macht, ich habe keine Keylight, ich habe nur die Halterung, weil die sehr stabil und platzsparend ist, kann ich damit halt nochmal ein bisschen erhöhen, erweitern. Das werde ich dann heute vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Ich bin bis jetzt, wie gesagt, hier ist alles ein bisschen drunter und drüber, bin dazu nicht gekommen. So, dann habe ich geholt einen Becher von Nuke für die Kleine. Aber das ist jetzt nicht nur Magic Cup heißt das Ding. Wo haben wir denn? Da. Magic Cup normal. Nein, also das ist wie der normale Magic Cup. Also ist eigentlich der Magic Cup. Aber auch auf Amazon. Ich habe den Namen unserer Tochter, Yuna Scuddy, habe ich reinmachen lassen. Also beide Namen. Nachname nicht. Also pro Zeile gehen 10 Buchstaben oder Zahlen. Sonderzeichen sind nicht gestattet. Ich hoffe, ihr seht das auch so schön. Zwei Schriftarten könnt ihr auswählen. Ich habe mich für die verzierte entschieden, weil ich die sehr schön finde. Ja. Der muss jetzt hoch und dann muss der erstmal hier waschen werden und in den Sterilisator.
Meine Frau ist da sehr eigen. Und sie passt da sehr auf. So, das war, achso, das war nur die leere Hülle. Da war das hier drin. Nee, das andere war da drin. Dann habe ich hier einen Badeanzug geholt, weil bald ist ja Corona vorbei und wir können wieder baden gehen. Der ist komplett rosa mit hier so Schleifchen und Ballerina-Schüchen drauf. Und die sind, glitzern auch so ein bisschen, sind, aber die werden, hat Frauchen auch gesagt, die werden hier schnell abwaschen, abzuwaschen sein. Aber egal, wir haben hier auch, was ich sehr gut finde, halt zweilagig. Also nicht nur den Badeanzug, sondern innen drin auch nochmal so eine weiße Stofflage. Ach. Was habe ich bezahlt? Ich weiß es gar nicht. 12, 13 Euro oder sowas pro Badeanzug. So, dann habe ich noch einen Badeanzug geholt. Weil man braucht ja zwei, einen auf Reserve. Also falls einer mal in der Wäsche ist oder wenn man sowieso unterwegs ist, dass wenn einer nass ist zum Wechseln und so. Ja. Der hat auch diese weiße Lage, was ich euch gezeigt habe. Und der hat dann halt hier so eine Wassermelone. Sollte jetzt sein, hat der vorne drauf und auch wieder hier mit den an der Seite so ein bisschen, ja, der ist hier streift, ganz süß. So, jetzt fehlt nur noch halt das Wasser, dass das Corona weg ist und dass wir baden gehen können. Ich habe da so meinen Stammsee, wo ich immer hingehe. Da ist Ruhe. So, und dann habe ich noch, ich zeige euch das jetzt einfach, scheißegal, dann kommt es halt nächstes Mal im nächsten Video halt wieder mit drin, in echt. Ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5 Filme geholt, weil ja 99 Cent gerade Filme sind. Broken City habe ich mir geholt, Koma, Ezio und die wundersame Welt der Menschen. Greatest Showman, Zeit zu lieben. Ja, die habe ich mir geholt. Und den Ezio habe ich euch gezeigt. Den Becher habe ich euch gezeigt. Ach, dann fehlt ja nur noch eins. Okay, dann fehlt nur noch eins. Weil der Badeanzug sollte ja, der sollte ja im Juli kommen. War jetzt schon da. Es fehlt halt nur noch eins. Und das habe ich gekauft am, ach, jetzt ist es so ja noch billiger. Kostet nur noch 2,46 jetzt. Am 19. Mai gekauft. Das kommt im Juli. Das ist ja so eine Mütze und so ein Täschchen. Das ist auch versendet, aber in Zustellung halt noch nicht. Also soll zwischen dem, jetzt habe ich weiter, zu weit rausgeklickt, meine Bestellungen. Zwischen dem 3. und 21. Juli soll das kommen. Und da habe ich bei Ali habe ich ja auch was geholt. Da warte ich auch noch drauf, dass das kommt. Da soll es ein extra Video geben. Also nicht nur ein Odin mal shoppen. Das werde ich auch machen, aber da soll es noch was extra geben. Aber da lasst euch mal überraschen, falls es überhaupt aus China ankommt. Also bis jetzt warte ich ja drauf, seit über einem Monat. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch zum Sonntag online kriege, das Video. Heute kam Mafia online, danach, also Samstag kam Mafia online. Für euch ist es Samstag, weil ich hoffe, dass ich es bis morgen schaffe. Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag, das sind die Tage, wo dann Videos kommen. Also ich habe schon ein paar Videos geplant, also da ist schon einiges am Machen. Da könnt ihr euch drauf freuen. So, wie gesagt, Link zu den Produkten packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich packe auch meinen Twitch-Link runter, folgt mir gerne auf Twitch. Ja, ich bin dann mal weg, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.